Hallihallo. Ich habe jetzt erstmal ein paar Tage abgewartet, bis ich meinen Senf dazugebe zum 1.8. in Berlin. Ich war nämlich dort, so wie viele andere auch. Und ich wollte jetzt aber erst eigentlich mal ein paar Tage warten, was die Medien da noch alles draus machen. Weil am Samstag gab es in den Medien zu dem Thema anscheinend kein anderes Thema als die Teilnehmerzahlen. Die Teilnehmerzahlen, ja, das war so lustig, weil wenn wir selber da waren, hat es mitbekommen, schon wenn man auf dem, ich wollte schon sagen, Festival, auf der Demo war und hat immer mal so im Handy geschaut, was so online ist und man hat dann gesehen, schon um 11:52 Uhr kam die erste Meldung, dass die Demo aufgelöst wird oder schon beendet ist, so auf die Art und es kam dann immer noch mal mehrmals so den ganzen Tag verteilt. Ich gehe davon aus, dass die einfach nicht wollten, dass noch mehr Leute kommen, weil das einfach eh schon total überfüllt war. Das Ganze, so haben es jedenfalls die Polizisten gesagt, als wir dahin kamen, konnten wir nicht direkt vom Brandenburger Tor aus auf die Straße des 17. Juni laufen, weil ja, wir mussten da außen rumlaufen und quer von der Seite rein über den Tiergarten durfte man dann auf die Straße des 17. Juni gehen. Ja, und am Samstag hieß es dann ja schon in der Presse, das waren ungefähr 17.000 Leute, dann haben sie es wohl noch auf 20.000 erhöht. Und ja, das ist halt echt sau witzig. Weil ich war in meinem Leben schon auf vielen großen Festivals, wirklich auf sehr vielen, sehr großen Festivals. Und ja, ich kann das wohl abschätzen, also nicht wie viele da waren, aber dass das mehr als 20.000 Menschen waren, kann ich auf jeden Fall behaupten, ja. Und dazu braucht man auch kein großer Rechenkünstler zu sein oder irgendwie besonders begabt zu sein mit Schätzungen, was ja manche gut können. Nee, man braucht sich einfach nur die Bilder anschauen von den Leuten, die da waren, die Videos gemacht haben, die Livestreams gemacht haben und die vielen, vielen Bilder, die gemacht worden sind. Und da wurde ja im Nachhinein in den Medien behauptet, das wären Fake-Bilder. Ich habe mich echt kaputt gelacht. Ey, da waren lauter normale Menschen, ne? Außer den YouTubern oder sonstigen Promis waren doch der größte Teil normale Menschen, so wie ich halt. Wir machen Bilder und die haben ja bestimmt nicht gefaked dann irgendwie an unsere Leute weitergeschickt oder in den sozialen Medien geteilt, dass wir da irgendwie ein Bild ausgedruckt haben und haben das da aneinander geklebt und dann wieder eingestellt oder so. Also so ein Quatsch, Fake-Bilder, also wirklich Käse, oder? Zu solchen Maßnahmen müssen die greifen, um der Öffentlichkeit rüberzubringen, dass da ja so wenig rechtsradikale Verschwörungstheoretiker nur aufgelaufen sind. Ach, das ist nicht der Rede wert. Ach, das können wir einfach so unter den Tisch kehren. Wir machen die ein bisschen schlecht, weil die sind natürlich ohne Maske aufgelaufen und wegen denen werden jetzt alle krank. Aber naja, so viele waren es aber dann doch wieder nicht. Waren sie jetzt dicht gedrängt, weil es waren ja nur 20.000 oder waren sie dicht gedrängt? Ah Mann, man kann sich nicht so recht entscheiden, was man jetzt eigentlich sagen möchte, hat man das Gefühl. Und mir geht es jetzt eigentlich überhaupt nicht darum, wie viele da jetzt teilgenommen haben auf der Demo, an der Demo. Das ist eigentlich zweitrangig, wie viele das genau waren. Mich hat es positiv überrascht, dass es das so mega viele Leute waren, aber mir geht es nicht darum, um die Teilnehmerzahl. Mir geht es einfach nur darum, dass das halt extrem falsch dargestellt wird in den Medien. Und ja, das müsste eigentlich jetzt wieder jede Menge Leuten die Augen öffnen, wie wir belogen und betrogen werden. Weil, warum lügen die denn? Warum lügen die denn? Warum sagen die, es waren 20.000 Leute, rechtsradikale Verschwörungs Esoteriker, genau. Warum machen die das? Warum behaupten die das? Warum sagen die, das waren so wenige, sage ich jetzt mal? Und warum behaupten die, die Demo wäre da und da schon aufgelöst, abgebrochen und alle Leute wären nach Hause gegangen? Was soll das? Also, was soll das? Das soll mir jetzt mal einer erklären. Was ist da der Grund, der da dahinter steckt? Warum muss man das so dermaßen falsch darstellen? Also gelogen, einfach nur gelogen. Warum? Also ich kann die Frage nicht oft genug stellen. Was gibt es dafür für einen Grund?
das so dermaßen falsch darzustellen. Man könnte ja auch sagen, es waren 100.000 Bekloppte unterwegs. Na nee, sagt man nicht. Oder 1 Million Bekloppte, noch schlimmer, Hilfe. Na? Man sagt einfach eine erfundene Zahl. Und vor allem, das ist ja so leicht nachvollziehbar, dass es gelogen ist, eben durch die vielen Bilder und Videos in YouTube und überall einfach. Man braucht ja nur kurz sich das anzuschauen und da kann man sich ja schon, da weiß man es ja schon, dass es gelogen war. Hä, komisch, oder? Naja, hier mal ein paar Bilder jetzt, die da in den Zeitungen waren. Das ist echt zum Schießen, weil... Na, hier sieht man zum Beispiel dieses eine Bild, das ist immer dieses komische Bild hier da, das dicht gedrängt und ohne Abstandsregeln zu beachten, stehen Tausende bei einer Kundgebung gegen die Corona-Beschränkungen auf der Straße des 17. Juni. 20.000 Menschen sollen laut Polizei gekommen sein. Und dann hier aus einer anderen Zeitschrift eben, dicht gedrängt und ohne die Abstandsregeln zu beachten, stehen Zehntausende bei einer Kundgebung, bla bla bla, das gleiche Bild, der gleiche Text. Die Polizei spricht von 20.000 Teilnehmern, die Veranstalter von 1,3 Millionen. Und in dem Artikel steht eben hier auch drin, dass die Demonstration aufgelöst worden ist. Es steht aber hier auch allerdings drin, und es stimmt, doch kein Demonstrant hielt sich dran. Die Kundgebungsteilnehmer skandierten, wir bleiben hier, und haben sich hingesetzt. Ja, das kann ich bestätigen. Wir haben uns gedacht, wenn wir uns jetzt alle hinsetzen, können sie nur noch mit dem Bagger kommen oder mit dem Räumungsfahrzeug, eins neben dem anderen. Aber wegtragen können sie uns nicht, wenn wir uns alle hinsetzen. Die Demo war, naja, die Bühne war, da war der Ton abgedreht und keiner durfte mehr auf der Bühne auftreten. Aber das heißt doch noch lange nicht, dass die Demonstration aufgelöst war und die Leute alle nach Hause gegangen sind oder von der Polizei vertrieben worden sind. Wir waren weiterhin da und haben weiterhin demonstriert sozusagen. Und hier ist nochmal das gleiche Bild in einer anderen Zeitung wieder. Polizei löst Kundgebung gegen Corona-Maßnahmen in Berlin auf. Naja, wieder das gleiche Bild, wieder der gleiche Text, wieder die Behauptung, dass die Demo aufgelöst worden ist. Das stimmt also nicht. Ja, das war das eine Bild, das man sieht. Und dann gibt es aber noch ein zweites Bild. Mehr wurden anscheinend nicht gemacht und die wurden dann so durch die Medien durchgereicht. Ich habe das erst gar nicht gesehen, aber dann ist mir auf einmal dieser eine Bus da aufgefallen und dann habe ich gesehen, hä, das ist ja auch schon wieder immer das gleiche Bild. Na, hier steht... Polizei spricht von 20.000 Teilnehmern und da sieht man eben dieses Bild, wo man da oben rechts jetzt diesen türkisfarbenen Bus eben sieht und ja, diese paar einzelnen Männchen, die da rumlaufen, das sind ja wirklich nicht viele, ne, auf diesem einen Bildchen da, ich meine, ja, Und dann habe ich hier eben das Bild, da ist dieser Bus ein bisschen näher zu sehen, dieser türkisfarbene. Ohne Maske, ohne Respekt, ohne Scham. Ja, man wird einfach nur niedergemacht. Man wird einfach nur niedergemacht. Das ist echt krass. Ich habe mal überlegt, jetzt haben sie, vor einer Weile waren die Black Lives Matters Demonstrationen, die Zahlen gingen nicht nach oben und die waren dicht gedrängt. 15.000 Stück nur auf den Alexanderplatz Menschen. Also nichts passiert danach. Dann war ja in Berlin diese Raver-Szene da unterwegs auf irgendeinem See oder Fluss oder keine Ahnung mehr, wie das war. Dicht gedrängt, das war ein mega Ärgernis, ein mega Aufschrei. Auch nichts passiert danach. Keine neuen Infektionen, die irgendwo durch die Decke gegangen sind oder so. Dann waren ja die Mallorca-Urlauber dran, diese vielen, die alles aufs Spiel gesetzt haben. Also die sind wahrscheinlich, nehme ich an, alle wieder zu Hause. Aber mir ist auch nichts bekannt, dass da irgendwas durch die Decke gegangen ist. So, jetzt sind die Demonstrationen, da schauen wir mal, was da passiert. Wahrscheinlich genauso wenig passiert da wie bei allen anderen Sachen, wo sich die Leute eben treffen, heimlich oder unheimlich. Da ist nochmal ein anderes Bild. Kritik nach Demo in Berlin. Wieder die Extremen lockerer. Tausende gehen gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin auf die Straße. In der Politik stoßen sie auf wenig Verständnis. Im Gegenteil.
Ja, und dann habe ich noch das hier gefunden, auch wieder das Bild dabei mit dem türkisfarbenen Bus, misst die Polizei mit zweierlei Maß. Das wurde eben da mal in Frage gestellt, ne? Im Blick auf die Black Lives Matter Demo im Juni auf dem Alexanderplatz, wie ich gerade schon gesagt habe, mit 15.000 Demonstranten. Ja, da hat die Polizei gar nicht versucht, die Kundgebung aufzulösen. Das ist wirklich ein bisschen komisch. Offenbar misst der Senat hier mit zweierlei Maß, wenn etwa die in allen, bis auf den Inhalt, vergleichbare BLM-Demonstration stattfinden konnte. In einem Rechtsstaat ist Gleiches gleich zu behandeln. Und das sehe ich genauso. Das ist doch mal ein guter Artikel, gell? Und dann fällt mir noch ein, die Polizisten, ja, die würde ich mal sagen, dürften selten so eine mega große Masse an Menschen, also so eine Demo erlebt haben, die so früh friedlich abgegangen ist. Und ich frage mich allen Ernstes, wer die dazu gezwungen hat, in voller Kampfmontur da anzutreten. Die haben da diese Bühne bewacht mit, ich nehme an, das sind so schusssichere, dicke, fette Westen und Helme auf und so richtig, ne, wie so ein Schlägertrupp standen sie da und boah, das war über 30 Grad im Schatten an dem Tag, denen ist das Wasser nur so runtergelaufen, ne? Und die standen da, als müssten sie sonst was bewachen oder erwarten irgendwas. Was haben die gedacht, was da für Leute auftauchen auf dieser Demo? Also ehrlich, jeder, der sich die Bilder anschaut, das war einfach nur friedlich und fröhlich und ja. Ich weiß nicht, wer denen vorher gesagt hat, dass sie sich so ausrüsten müssen, als würden sie schon fast in den Krieg ziehen. Bei dem Zug, der vorher ja durch Berlin ging, der Demozug, da war das auch irgendwie witzig. Da waren immer ein paar Polizisten am Rand gestanden, so nebeneinander. Dann war wieder ein Polizeibüsschen, dann waren wieder ein paar Polizisten, wieder ein Büsschen. So ging das an einer Strecke entlang so ein bisschen. Und das war irgendwie interessant. Da waren nämlich immer die zwischen den Büsschen, die Einzelnen, die da standen, die waren irgendwie, haben die sich scheinbar abgesprochen. Da waren welche ganz ohne Masken, dann waren welche, die haben so nur ihr Halstuch ein bisschen hochgezogen. Dann waren ein Stück weiter welche, die hatten FFP2-Masken sogar auf. Da bin ich sogar zu einem hingegangen, habe gesagt, hey, deine Kollegen da ein Stück weiter vorne, die haben vorher überhaupt keine Maske auf und ihr stellt euch mit FFP2-Masken hin. Das ist ja auch irgendwie komisch, ne? Und da bin ich weitergelaufen. Ich wollte es ihm ja nur mal gesagt haben, falls er nicht weiß, dass das wohl von anderen Kollegen auch anders gehandhabt wird. Und dann war da noch der Polizist auf der Bühne. Der Polizist, der die Durchsage machen musste, drei hat er insgesamt gemacht, immer so zeitlich ein bisschen versetzt, dass er eben die Demonstration hiermit beenden und dass wir nach Hause gehen sollen. Das war der arme Tropf, der auf der Bühne stand und das sagen musste. Und da wurde ja viel diskutiert, weil er wohl eine Zeit lang irgendwie mit seinem Mikro in der Hand so dastand und nach unten geschaut hat. Da wurde viel diskutiert, ob er überlegt hat, was er tun soll. Oder ob er am liebsten davonrennen würde oder ob er einfach nichts machen würde. Naja, ich sag, der hatte so einen Knopf im Ohr und hat sich einfach die Anweisungen wahrscheinlich angehört, wie er jetzt weiter vorzugehen hat. Ich denke mal, wenn einer dahingestellt wird auf die Bühne und soll so eine Durchsage machen, dann wird es wohl ein professioneller, knallharter Typ sein. Die wissen schon, wem sie was zutrauen können oder nicht. Es haben einige gesagt, er wäre wohl am liebsten, hätte er sich uns angeschlossen oder so, aber das glaube ich nicht. Ich denke mal, die werden schon einen ausgesucht haben, der da durchzieht halt, ne? Zumindest mit der Durchsage. Also so schätze ich es ein. Vielleicht war es auch anders, aber ich schätze ein, der hat sich dahingestellt und hat sein Ding gemacht und fertig. Aber trotz allem, die Energie der Masse war halt da, ne? Ach, das war so geil. Wir saßen da alle und der hat angefangen zu reden und dann ging es erst Buh, natürlich so ein Buh-Konzert, aber dann alle zusammen haben dann gerufen, Freiheit, Freiheit. Und es war so laut und es war so voller Energie. Und die standen da oben, die Polizisten. Und der eine Mensch da eben, der versucht hat, da uns seinen Wunsch rüberzubringen, dass wir doch bitte alle gehen sollen. Und ich weiß nicht, ob das an denen einfach so abgeprallt ist. Wer Lust hat, schaut euch das mal an, auch auf YouTube. Das ist echt emotional.
wenn wir da alle sitzen und das rufen und ich weiß nicht, so ganz abprallen kann das an denen doch auch nicht. Wir sind ja alles Menschen und viele, viele, viele Menschen waren das und haben das gerufen. Freiheit, Freiheit oder schließt euch an und so. Das kann nicht ganz spurlos an denen vorübergegangen sein, dann wären es keine Menschen. Irgendwie so ein bisschen irgendwo berührt hat es wohl den einen oder anderen vielleicht schon, weil auch die sind Menschen, Familienväter, Kinder, was auch immer, halt ganz normale Menschen. Und auch die haben eine verschiedene Sicht auf diese Dinge dann, nehme ich an, so wie bei uns im normalen Alltagsleben auch. Der eine ist denkt so, der andere so, und bei denen ist es ja genau das Gleiche. Und die wir nicht vorher gefragt haben, wer ist gegen diese Spinner da, die haben Dienst an dem Tag hier auf der Bühne. Schätze ich nicht, wer Dienst hat, hatte Dienst, oder? Vermutlich. Ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus. Die Medien haben auf jeden Fall alle Hände voll zu tun, oder sie haben auf jeden Fall mit aller Macht probiert, diese Einigkeit, die da stattgefunden hat, zwischen den vielen, vielen Menschen, das irgendwie wieder zu zerstören und kaputt zu machen. Diese aufsässige, böse Mob da, was fällt denen eigentlich ein? Keiner hält sich an die Regeln und die stellen alles in Frage. Ja, ich weiß, der Wieler hat bei der RKI-Pressekonferenz bei der letzten gesagt, das ist sozusagen verboten, das in Frage zu stellen. Es darf nicht hinterfragt werden. Es ist nicht, also es nicht erwünscht ist, untertrieben. Es darf nicht mehr hinterfragt werden. Jeder muss die Regeln einhalten und es darf nichts mehr hinterfragt werden. Ja, geht's noch oder was? Und da sitzen halt so viele und hinterfragen das tatsächlich und stellen alles in Frage, obwohl die doch gesagt haben, nee, es wird nichts mehr hinterfragt. Hört jetzt auf damit. Und die Medien haben ja eigentlich auch recht mit dem, was sie gemacht haben, dass sie gleich alles niedergemacht haben und so weiter. Weil es ist ja so, wenn wir jetzt tatsächlich nur 17.000 oder 20.000 auf der Demo waren, ist ja egal. Wenn jeder nur einen weiteren die Augen dadurch öffnet, dann sind wir schon doppelt so viele und so kann das sich ja weiter fortpflanzen und das ist natürlich überhaupt nicht gewünscht. Aber ich denke, die Kettenreaktion ist einfach nicht mehr aufzuhalten. Ich denke, das geht jetzt einfach Schlag auf Schlag so weiter. Es werden auch noch ein paar Demos stattfinden, da muss man jetzt auch dranbleiben. Diese Energie und das Ganze muss man jetzt ausnutzen, um das Ganze schön weiter voranzutreiben, um immer mehr Menschen die Augen zu öffnen. Wobei sie natürlich da auch schon wieder eine Idee haben, wie sie dem Einhalt gebieten können. Und zwar war da jetzt schon wieder im Umlauf, dass sie wohl die Idee haben, diesen Paragraph im Grundgesetz, der eben berechtigt, zu Demonstrationen zu gehen oder Demonstrationen anzumelden und durchzuführen, dass man das doch gut ergänzen könnte durch so einen Nachtrag, der wohl heißt, ausgenommen bei einer bestehenden Pandemie von nationaler Tragweite. Das wollen Sie da gerne noch hinten dran setzen, um den Ganzen da hier mal einen Riegel vorzuschieben. Ich finde, die könnten auch einfach diesen Artikel ergänzen mit, wenn da bei dieser Demo ein Thema dran kommt, das uns gar nicht gefällt, dann ist es verboten. Wäre auch eine Idee, ne? Könnte man auch einfach sagen. Weil das ist es ja im Endeffekt, ne? Wenn was ist, was sie gar nicht haben wollen, naja, dann soll das doch einfach gefälligst nicht stattfinden. Ich denke mal, wenn sie irgendwie könnten, würden sie uns am liebsten alle wegsperren. Sie würden uns bestimmt am liebsten bei Demos einfach komplett alle einkassieren und irgendwo hinkarren und wegsperren, damit wir nicht die Möglichkeit haben, noch andere Leute mit dem Wahrheitsvirus sozusagen anzustecken. Mehr Leute dazu bringen, zu hinterfragen und nicht einfach alles hinnehmen, sondern sich die Zahlen dazu zu bringen, sich die Zahlen anzuschauen, sich damit wirklich zu beschäftigen und sich nicht nur eben darauf zu verlassen, was die Medien uns erzählen möchten oder die Politiker oder die Experten sozusagen. Ja, mir bleibt wieder nichts mehr weiter jetzt noch zu sagen, als geht auf Demos. Es finden so viele Demos statt in kleineren Städten und in größeren Städten. In Stuttgart ist morgen wieder eine, Augsburg ist eine, so viel ich weiß.
und in kleineren Städten garantiert auch, erkundigt euch. Wenn ihr wissen wollt, wo eine Demo ist, schreibt Leuten, die Videos dazu machen in YouTube, schreibt da einfach in die Kommentare rein, ich bin von da und da, wo ist eine Demo, könnt ihr mir weiterhelfen? Es gibt Fahrgemeinschaften, oft fahren Busse und so weiter und so fort. Und die nächste riesengroße Demo ist dann am 29.08. in Berlin. Und ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Sehr gespannt, weil es gibt halt wirklich mega viele Leute, die im Nachhinein gesagt haben, verdammt, wäre ich nur da in Berlin dabei gewesen. Oder viele haben sich eben tatsächlich abschrecken lassen, weil sie gedacht haben, oh, ist schon wieder vorbei oder so. Oder oh, so ein paar waren da nur dort. Aber nachdem das ja jetzt alles rausgekommen ist, wie es wirklich war und wie cool es dort war. Also ehrlich, das war so eine friedliche, klasse, tolle Stimmung. Und ja, da werden wohl sicher noch ein paar dann kommen am 29.08., die da am 1.08. noch nicht dabei waren. Jo, ich verabschiede mich jetzt erstmal und wünsche euch ein schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!